Ja, moin moin und grüßt euch doch recht herzlich zum mittlerweile 33. Part von meinem Final Fantasy VII Rebirth Let's Play. 33 oder 34? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall irgendwas über 30. Wir befinden uns hier nach wie vor in der Shinra Villa. Da hatten wir im letzten Part so einen echt quälenden Part mit Cat hinter uns. Also da muss ich wirklich sagen, oh boy. Square, da habt ihr wirklich keine gute Arbeit geleistet. Es tut mir leid. Also mir persönlich hat dieser Part überhaupt nicht gefallen. Na, wie gesagt, Cat ist jetzt auch kein Charakter, der mir sonderlich gut irgendwie gefällt. Na, ich meine, das ist Geschmackssache. Mein Liebling ist er jedenfalls nicht. Gut, wir befinden uns jetzt, wie gesagt, hier nach wie vor in der Shinra Villa und wir sind immer noch auf der Suche nach dem Terminal. Ne, was wir hier immer noch nicht gefunden haben, das suchen wir, weil wir Informationen über den Tempel des alten Volkes brauchen. Und die bekommen wir wohl laut Cat, wenn wir da einmal so ein bisschen die Archive durchstöbern. Wir müssen jetzt auf jeden Fall einmal hier weitersuchen und das nehmen wir doch jetzt mal ganz entspannt in Angriff. Da stand irgendwas von, überleg dir weise, welche Charaktere du mitnimmst. Und Cat ist ein Muss. Der ist ein Muss, ne? Jo, ich brech ab. Ja, dann lassen wir doch die Konstellation. Dann schaue ich mir mal eben einmal die Materia an. Okay, das goldene Megafon nehmen wir auf jeden Fall auch einmal schon mal mit. Und ich sehe gerade, ich habe bei Cat einfach so viel falsch gemacht und so viel kann ich mir hier noch reinnehmen, was ich irgendwie einfach total vergessen habe. Boah, Garmreif, der ist ja heftig. Der gibt ja richtig hohe Verteidigung. Naja, Cat bekommt jetzt erstmal den Gloria-Armschutz. Ja. Und Cloud sehe ich gerade. Für den. Da habe ich mich ja im letzten Part so geärgert, war das letzte oder vorletzte Part so geärgert, dass wir durch die Vulkanklinge jetzt einiges an Kombi-Slots verlieren. Aber ich sehe gerade, ich habe einen Reif bekommen, der minus 26 Verteidigung gibt. Also auf physische Abwehr. Aber dafür neue Kombi-Slots. Oh, das ist ja blöd. Also minus 6, das ist schon echt viel, ne? Egal. YOLO. Okay, das packen wir hier rein, das hier rein, das hier rein, das da rein. Dann einmal so gestärkte Abwehr und Barriere. So, tatatatap. Analyse hier unten rein. Gewitter und Luft. Und dann nehme ich doch hier noch. Nehme ich tiefer Glut und Frost weg? Ja. Das mache ich. Cloud ist denn hier unser Alleskönner. Okay, entschuldigt bitte, wenn ich das mit diesem Materia jetzt ganz kurz mache. Ja, und einmal ein bisschen ausrüste. Das Doofe ist jetzt natürlich, meine Kamera ist davor, deswegen seht ihr nicht, wie ich die da anordne. Das ist aber, glaube ich, nicht weiter tragisch. Ich muss jetzt auf jeden Fall Cat hier einmal ein bisschen vollpumpen, am besten mit irgendwelche Materia. Sowas wie Gewitter und so, ne? Also heilen. Toxin hat er drin. Toxin.
Luft und Frost. Toxin, Luft, Frost. Heilen. Analyse. Okay. Beeile mich. FP Boost auf. Auf was haben wir jetzt hier den FP Boost? Ich denke, am sinnvollsten wäre es, das auf Barriere zu packen. So, und was ist das hier eigentlich? Vertauscht die Werte für Max TP und MP. Lol. Was ist das denn? Seht ihr das? Da kann man, ich habe so eine Materie bekommen, da werden die Werte vertauscht. Yo. Also wir können quasi 4119 TP weniger haben, aber dafür dann ja 4181 MP. Oh, alles klar. Automatischer Einsatz von Waffenfertigkeiten. Machen wir hier doch mal. Oh, Erstschlag ist eigentlich auch sehr schlau. Ich glaube, das nehme ich jetzt mit da rein. Statt Barriere. Denn so hat man direkt zu Kampfbeginn ein bisschen was an ATB-Leiste zur Verfügung. So, was haue ich mir jetzt da rein? Magieboost. Keine Ahnung, ob diese ganzen Boost-Geschichten hier irgendwie nützlich sind. Ich weiß nie. Ich weiß es nicht, außer TP-Boost. Ne, natürlich. TP-Boost macht natürlich immer irgendwie Sinn. So, jetzt eine Materia Bräune. Machen wir da jetzt einfach. Mal jetzt einfach Toxin da rein. Zack. Toxinwiderstand. Warum auch immer. Warum sollte man es nicht haben, ne? So, hier haue ich jetzt noch Gewitter mit rein. Und dann sind wir doch hier ganz gut ausgerüstet. Gerüstet. Waffenfertigkeiten hoch und physische Attacke. Der wird jetzt eine Maschine. So, und dann haben wir es. Entschuldigt bitte, dass ihr warten musstet. Jetzt geht's auf jeden Fall heiter weiter. Okay, mit dem Aufzug kann ich auf jeden Fall nicht nach oben fahren. Sieh dich hier weiter um, bis Cat genügend Informationen hat. Gehen wir mal hier rein. Ist das etwa ein Sarg? Kann man nicht einmal in Ruhe Albträume haben? Wer seid ihr? Das fragen wir dich. Wer bist du? Vincent Valentine. Und ich. Halte hier Wache. Was bringt euch her? Neugierde? Dein Terminal. Die Karte.
Tada! Interessant. Scheint, als hättet ihr Zugang erhalten. Gut. Allerdings siehst du überhaupt nicht aus wie Murasaki. Kannst du das erklären? Das ist eine wirklich lange Geschichte, aber... Es gibt etwas, das wir unbedingt herausfinden müssen. Und zwar so schnell wie möglich, bevor es unser Feind tut. Feind? Und wer ist das bitte? Unser Feind ist ein Mann, der einst als Held verehrt wurde. Sephiroth. Er ist auf der Suche nach einer Macht, mit der er den Planeten auslöschen kann. Verstehe. Nun gut. Auf eine Sünde mehr kommt es jetzt auch nicht mehr an. Der Raum ist jetzt entsperrt. Wie es Ihnen beliebt. Herr Murasaki. Heißt das, wir können gehen? Oh yeah. Cool. Also wie die Vincent hier eingebracht haben, finde ich sehr, sehr cool. Ich hatte ja im vorherigen Part schon mal gesagt, dass man hier in der Shinra-Villa, beziehungsweise in Parts sogar, dass man hier in der Shinra-Villa einen geheimen Charakter freischalten kann. Und das ist tatsächlich Vincent Valentine. Den gibt es im Original nicht garantiert tatsächlich. Ne? Da muss man sich hier nämlich auf den Weg in die Shinra-Villa machen und einiges an Rätsel lösen. Ne? Dieses Rätsel mit diesem Tresor und den Zahlen und so, das war halt quasi schon... So eine kleine Andeutung, ne? Also das, was wir im letzten Part gemacht haben, wo wir diese Nummern da finden mussten, ne, da muss man nämlich, das muss man auch im Original machen, das sieht aber ein bisschen anders aus. Ja, und dann kommt man halt zu so einer Stelle, wo man quasi mit dem Sarg von Vincent interagieren kann, um sich ihn dann zu holen. Ich meine, man musste ihn da viel, viel öfter ansprechen. Aber... Okay, hier ist das auf jeden Fall nicht so. Der sagt nur zwei verschiedene Sachen. Ja, er fungiert, glaube ich, im Original aber nicht als Wächter über die Shinra-Villa. Also da, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Wenn ihr es besser wisst, dann lasst es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Na, weil ich glaube, da ist er einfach nur irgendwie quasi um... Wie nennt man das? Sühne, um Reue zu zeigen, hat er sich quasi in diesen Sarg reingelegt. Denn, jetzt gibt's ein bisschen was an Knowledge zu Vincent. Vincent war mal ein Turk, der damit beauftragt war, gewisse Wissenschaftler quasi zu schützen. Gleich gibt's weitere Infos. Schlüsselkarte. Das dauert jetzt ein wenig. Ich bitte um etwas Geduld. Also ja, er war dafür da, um gewisse Wissenschaftler zu schützen. Und dazu gehörte unter anderem Professor Gast, den wir natürlich von den aus den Auszeichnungen kennen. Oh, eine Sekunde. Wir verschieben das auf gleich. Ich laufe hier erstmal durch den Raum durch.
alles okay? Was ist los? Gleich geschafft. Ich kann mich nicht erinnern, euch da Zutritt gewährt zu haben. Wir haben uns nur etwas verlaufen. Es tut uns sehr... Lass mich runter, es tut uns leid. Hilfe! Lass ihn los! Wer ist hier wohl im Recht? Bist es du oder ich? Was weiß ich? Hab keinen Nerv für den Scheiß. Praktisch. Ich auch nicht. Verdammtes Monster! Passt auf! Oh, krass. Okay, das ist definitiv im Original nicht so. Bevor wir uns jetzt hier an den Bosskampf gegen Vincent in seiner Monstergestalt quasi machen, schließen wir ganz kurz das ab, was ich vorhin sagen wollte. Und zwar... Vincent war wie gesagt ein Turk, der damit beauftragt war, halt gewisse Wissenschaftler zu beschützen. Und da war unter anderem war halt Professor Gast dabei, das ist der Typ aus diesen Genova-Aufzeichnungen und eine gewisse Lucretia. Und zu Lucretia habe ich auch ein paar Informationen, denn das war nicht nur... Ja, Vincents Crush, sondern die gute Lucretia hatte noch eine andere Funktion. Funktion klingt jetzt so ein bisschen abwertend, so meine ich das natürlich nicht, sondern die hat eine andere Rolle noch erfüllt. Ich bin mal gespannt, ob wir vielleicht nach dem Kampf gegen Vincent da ein bisschen mehr drüber erfahren. Ansonsten würde ich es doch einfach erzählen, was ihre genaue Aufgabe war oder was sie da so gemacht hat. Okay, stürzen wir uns doch dann einmal jetzt in den Bosskampf gegen Vincent Valentine. Jetzt hab ich hier das Sagen. Aus dem Weg! Hier bin ich! Lass mich mal! Das war's! Also, dass man hier einen Kampf gegen Vincent machen muss, das finde ich ja wirklich abgefahren. Nichts überstürzt. Hallöchen! Nur kein Über. Oh, na, das wollte ich jetzt nicht so schnell wegklicken. Okay, also D-Protest und so, das ist natürlich ziemlich wirksam. Feuer auch. Wird nach Zufügen einer bestimmten Schadensmenge schockanfällig, schüchtere ihn ein, während der Modus innere Zerrissenheit oder Aussprechen des Chaoses. Okay. Dann machen wir doch jetzt erstmal einmal Decourage auf ihn. Ich mach das. Der Typ macht mich fertig. Wir müssen ihn stoppen. Arriba! Das läuft ab!
Jetzt hab ich hier das Sagen. Boah, der haut ja ziemlich heftig rein. Nee. Fertigkeit im Prinzip. So, er macht dann einmal D-Protest auf ihn. So, und der hier, nie hier, kann sich mal eben einmal selber heilen. Jetzt hab ich hier das Sagen. Da also. Zack. Magie, was habe ich jetzt auf ihn drauf? D-Protest und krieg dann noch D-Wall. So, und zu guter Letzt kriegt er hier dann nochmal schön Feurer von mir reingedrückt. So, und jetzt ist er schockanfällig. Impulsiv. Cat macht jetzt einmal Regina. So, Barrett mit extra Magazin laden. Impulsiv, und dann sollten wir ihn auch eigentlich geschockt haben. Genau. So, er holt einmal seinen Morgri. Und dann können wir hier schön Visionssynthese. Ne, das hebe ich mir jetzt einmal auf. Fertigkeit, maximale Wut. Tja, Vincent, so nicht. Der verwandelt sich jetzt einfach weiter, kann das sein? Oha. Oh krass, ich sollte unbedingt Vitra auf Cloud machen. Boah, ja, frag mich nach Sonnenschein. Oha. Oha. Jetzt hab ich hier das Sagen. Oha. Phönixfeder auf Cloud. Vitra auf Cat. Ich hoffe, die überleben das jetzt. Nicht aufgeben. Das war's. Boah! Das war's! Heilige! Oh, das ist ein knallharter Gegner! Hallöchen! Hier lieben die Leute! Komm her! Hey! Eiserle! Jo! Wie du! Übernimm mal! Sieh dich nicht! Verdammt! Hey! Jetzt gibt's auch! Ja! Verdammt! Okay, los geht's! Junge, Junge, Junge! Da gehörst du hin. Ja, Junge. Das habe ich mir extra für dich aufgehoben. Diese Synchro-Fertigkeiten, ja, der kriegt jetzt auf jeden Fall erstmal Kataklysmus reingehauen. Magie. Vita Regener Vita Gar. Ne, ich glaube. Vitra reicht. Nichts überstürzen. Mogge gerade. Barriere-Durchbruch auf. Ach, können wir gar nicht. Okay, dann kriegt er jetzt trotzdem einmal D-Protest eingehauen. Lass mich mal.
Hallöchen! Übernimm mal! Auf Onkel Barrett ist Verlass! Aus dem Weg! Junge, Junge, Junge. Und das ist mal ein Bosskampf. Leco mio, de protest, de val. Ich mach das. Ja, genau. Boah, Cloud ist schon wieder kampfunfähig. Das ist ja krass. Oh, ich hätte jetzt aber auch nicht damit gerechnet, dass wir hier so einen knallharten Bosskampf bekommen, ey. Junge, chill mal. Jetzt sind flinke Pfoten gefragt. Krass. Ich zähl auf dich. Ha! Für mich Hundehöhle. Magie. Wir müssen unbedingt Cloud irgendwie heilen. Los, Onkel. Ausgerechnet jetzt. Ja. Ja, komm mal da runter jetzt. Mogri-Packung. Jetzt gehörst du mir. Da geht noch was, Rexstück. Komm schon, gib auf. Gut gemacht. So, dann haben wir da direkt einmal den Atomisator danach. Und die Mega-Mockbox. Ich bring das zu Ende. Da also. Schneller. Das war's. Ja. Ey, lass mich doch aufstehen. Ich habe jetzt wirklich alles draufgehauen, was ich draufhauen konnte. Und ich habe den nicht... Ich habe den nicht down bekommen. Das ist ja der Wahnsinn. Okay, jetzt müssen wir dem. Spann die Schirme auf, jetzt hagelt's bleiben. Komm. Junge! Huh! Recherchiert. Und wenn meine Intuition mich nicht täuscht, hat deine Anwesenheit etwas mit Sephiroth zu tun. Ich bin dir keine Antwort schuldig. Was meinst du? Willst du mit uns kommen? Ehrlich gesagt verstehe ich auch nicht, was das alles mit Sephiroth zu bedeuten hat. Aber wenn du dich uns anschließt, finden wir zusammen bestimmt was raus. Letzte Chance. Überleg's dir. Ja.
Raus hier. Verschwindet. Kommt, lasst uns gehen. Wir wissen, wo der Tempel ist. Mehr gibt's hier nicht zu tun. Träum hier nicht rum. Los. Okay, ja, bevor wir jetzt hier weitergehen, würde ich doch eigentlich noch mal ganz gerne... Ach, kommt man da nicht mehr rein? Das ist ja super schade. Hier auch nicht. Ey, das ist ja voll blöd. Ich wäre eigentlich noch mal ganz gerne in den Raum da reingegangen. Weil da gibt es einiges zu entdecken. Na, da stehen unter anderem noch zwei sehr interessante Kanister. Okay. Sag mal, glaubst du, dass hier irgendwo Materia versteckt sind? Kannst du an gar nichts anderes denken? Huh? Natürlich nicht. Ich habe immerhin eine Mission. Kanister war das falsche Wort. Da sind zwei so, ja, Marco-Behälter, wie wir die aus den Reaktoren kennen, sind da drin. In diesem Raum, wo halt diese Bücher da stehen. In diesen Archiven. Und da wäre ich eigentlich gerne mal hingegangen. Denn mit denen kann man im Original auch interagieren und da stehen ziemlich interessante Sachen drauf. Schade, dass sie das hier rausgenommen haben anscheinend. Denn da kam ich auf jeden Fall nicht mehr rein, weil die Räume verschlossen waren. Ich bin mal gespannt, ob jetzt, ob uns jetzt Vincent hier irgendwie überrascht, indem er uns an der Tür abfängt. Denn das war, glaube ich, im Original so. Gucken wir mal. Gut. Es geht endlich zum Tempel. Die schwarze Materia gehört mir, damit ihr es gleich wisst. Muss ja meinem Ruf als Materiajägerin gerecht werden. Dein Ruf interessiert hier wirklich niemanden. Was soll das denn werden? Wo ist denn der Tempel? Ja, also, um ehrlich zu sein. Was jetzt? Hast du uns etwa die ganze liebe Zeit nur dämliche Märchen erzählt? Nicht doch. Ich weiß, wo er sich befindet, aber... Vorher müssen wir nochmal zum Gold Saucer. Hä? Wieso das denn? Um den Tempel betreten zu können, brauchen wir zuerst einen sogenannten Schlüsselstein. Der ist aber seit gut 20 Jahren spurlos verschwunden. Ratet, wo man ihn zuletzt gesehen hat? Im Gold Saucer, was? Nicht sicher, ob er noch dort ist. Aber ein Versuch ist es wert. Ich vertraue dir. Catchy. Ja? Danke. Ich werde dich nicht enttäuschen. Danke. Danke. Na, von mir aus. Sag Bescheid, wenn wir los können. Okay, also anscheinend geht's jetzt erstmal Richtung Gold Saucer. Schauen wir mal. Aber vorher werde ich mich einmal hier heilen, denn ich glaube, uns erwartet jetzt noch ein Bosskampf, sonst wird das hier nicht so stehen, weil das stand hier definitiv vorher nicht. Einmal ganz kurz ein bisschen einkaufen.
So, den nehmen wir auch einmal mit. Den ebenfalls. Den Rest hab ich. Voll geheilt bin ich auch. Kann ich jetzt Cat endlich wieder austauschen? Sieht so aus. Kampfeinstellung, jetzt habe ich nämlich Aerith mit drin. Das gefällt mir wesentlich besser. Aber wir nehmen statt Aerith nehmen wir Red mit. Okay. Dann schauen wir mal. Und einfach nur mal eben so. Ein bisschen speichern. Also irgendwas passiert hier jetzt, glaube ich, nicht. Ja. Hier ist eine persönliche Sache. Wenn mein Chef davon wüsste, würde er mich feuern. Cloud, du wirst mir die schwarze Materie bringen. Mein brennender Wunsch, dich zu sehen, hat mich hergeführt. Ich befürchte, mein Motor gibt so langsam den Geist auf. Los, gewähre mir diesen letzten Tanz, mein Freund! Überlass ihn mir! Okay, wir haben tatsächlich noch einen Bosskampf vor uns, und zwar gegen Lokchi. Ganz kurz, einmal so ein bisschen eingeschoben. Wir haben ja in einem Part vorher haben wir erfahren, dass Lokchi sich bei Behandlung zu Hojo begeben hat. Mein Gott, was ist das für ein Satz? In Behandlung zu Hojo begeben hat und wurde da, ja, ein bisschen gentechnisch verändert. Unter anderem auch anscheinend mit Genova-Zellen. Ne? Denn das erkennen wir jetzt daran, dass Cloud quasi von Sephiroth halluziniert hat. Ne? Also sich Sephiroth vorgestellt hat, halluziniert. Ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, ob das richtig ist, zu sagen, er halluziniert von ihm. Er sieht ihn halt einfach darin, weil sich Sephiroth mithilfe der Genova-Zellen irgendwie, ja, Cloud zeigen kann. Ja, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und anscheinend wurde Lokchi jetzt auch mit Genova-Zellen vollgepumpt, weswegen er, ja, als Abbild von Sephiroth dienen kann. Irgendwie so. Gut, schauen wir doch mal, was der Bosskampf kann. Zurück zum Spiel. Er ist auf jeden Fall jetzt ein bisschen fixer unterwegs. Wir analysieren ihn einmal. Okay, füge Lokchi Schaden zu, direkt nachdem er mit seismischer Hieb, Säbelhieb, Seelenschlitzer oder finsterer Hieb angegriffen hat, um ihm schockanfällig zu machen. Ich glaube, das wird auf jeden Fall eine gute Verteidigungsgeschichte. Das erste, was ich jetzt mache, ist einmal folgendes. Wir hauen jetzt Regener auf uns drauf. Verdammt! Oh, was ist das denn? Stehst du doch drauf! Komm,
Was? Das war's! Los! Okay, man muss hier auf jeden Fall alles und jedem ausweichen. So, zack, genau. Impulsiv. Okay, einmal Barriere auf jeden Fall. Ne, denn der Kampf ist ziemlich... Ui. Nicht gut. Nicht so schnell. Verdammt. Junge, 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 Junge. Na, super. Okay, mal eben einmal hochheilen. Auf ein neues. Verdammt. Jetzt geht's. Es gibt keine Zeit. Sehr gut. Nimm das. Ja, jetzt reicht's auch mal so langsam, ne? Mehr. Keine Chance. Keine Chance. Jetzt gebe ich alles. Ja, du kriegst jetzt erstmal einen Kreuzschlag vor die Birne gewämst, ey. Spinn's ja wohl, Junge. So, dann frischen wir noch einmal Regener auf. Und weiter. Was hast du? Hojo hat anscheinend übertrieben. Behalte dein Mitleid für dich. Das hier ist ein Duell. Oder nicht? Cloud, lass uns bis zum bitteren Ende kämpfen! Was? Mist! Mit vollem Kraft! Ja! Jetzt oder nie! Impulsiv. Und nochmal impulsiv. Keine Chance! Der Feind ist Ich glaube, der Kampf ist vorbei jetzt. Mutangriff drauf. Der Arme. Verdammte Degeneration. Leb wohl, mein Freund. Schwarze Materia. Diese Materia kriegt niemand außer mir. Verdammte Degeneration. Leb wohl. Das passiert dir nicht. Ganz sicher. Sie hat recht. Das passiert dir nicht. Kommt schon. Zur Hochburg der Dekadenz. Es ist nicht mehr weit. Okay. Beeilung! An alle Shinra-feindlich gesinnten Kräfte. Ich gehöre zu Wutais Übergangsregierung. Mein Name ist Glenn Lodbrok. Die Zeit zum Handeln ist gekommen. Erheben wir uns gegen Tyrannei und Willkür. Vor wenigen Tagen wurde die Kanone in Junon abgefeuert. Ein Zeichen, dass es sich bei den Erben des Shinra-Konzerns um einen genauso gewalttätigen Despoten wie seinen Vater handelt. Nicht nur das. Wir haben Informationen, nach denen der Shinra-Konzern
seine Mako-Reaktoren nutzt, um lebende Waffen zu entwickeln. Wutai wollte das untersuchen, denn eine solche Ungeheuerlichkeit würde einen klaren Verstoß gegen unser Abkommen darstellen. Und Shinra gewährte ihnen Zugang zum Reaktor. Nur um unsere Leute dann vor Ort kaltblütig zu ermorden. Achtung! Das folgende Bildmaterial ist überaus verstörend. Das nennt Rufus Shinra also Waffenruhe. Freunde, Shinra mag stärkere Waffen als wir besitzen. Jedoch brennt in unseren Herzen die Flamme des Widerstandes. Und zusammen entfachen wir ein Feuer so gewaltig, so lichterloh, so heiß, dass sich auch ihre strahlende, stählerne Stadt unserem Willen beugen wird. Wir stehen am Beginn einer Revolution. Alle Weichen sind gestellt. Und anführen wird uns niemand Geringeres als Gouverneur Saruf. Wer ist dieser Saruf eigentlich? Und warum kommt er nicht? Über jemanden mit diesem Namen haben wir derzeit keine Informationen. Dann sucht ihr wohl nicht gründlich genug. Macht gefälligst eure Arbeit. Ma'am. Und wer ist dieser Glenn irgendwas? Glenn Lodbrok. Ex-Soldat. Prototyp. Klasse P0. Vor 15 Jahren entsandte man ihn auf eine Expedition nach Rador. Sie schlug fehl. Daraufhin verließ er die Armee. Ein Deserteur will also unseren guten Namen beschmutzen? Nicht nur er. Nach seinem Austritt reiste er umher und fand weitere Personen, die seine Abneigung gegen Shinra teilten. Ich dachte, wir hätten Avalanche zerstört. Es geht nicht nur um Avalanche. Nach dem Fall der Republik kam es in den einzelnen Regionen zu Konflikten. Die Überlebenden der damals besiegten Armeen scheinen nun eine neue Allianz gebildet zu haben. Oh, das leuchtet natürlich ein! Für Freiheit von der Republik griffen sie zu den Waffen. Aber kaum war der Krieg vorbei, standen wir plötzlich als der neue Machthaber vor ihnen. Wenn man es so sieht, haben wir eine ganze Armee von Feinden. Sieht nicht so aus, als würde er noch auftauchen. Die Zetra ist auf dem Weg zum Tempel ihres Volkes. Ihr wisst, sie hat derzeit höchste Priorität. Wir müssen das verheißene Land finden, egal wie. Das ist Shinras Mission. Diese Übertragung aus Wutai muss überall zu sehen gewesen sein. Unsere Bürger sind ganz sicher in Aufruhr. Wir sollten uns zu dieser Sache äußern. Ich werde eine Erklärung abgeben. Son, bitte. Sir.
Und? Wie kommen wir von hier aus jetzt bitte zum Gold Saucer? Zu Fuß könnte es schwierig werden. Ist nicht nur weit, sondern auch unwegsam. Nicht wahr, Kitschi? Hey, bist du taub oder so? Also... Seht, Rauch! Ruft da jemand nach Sid? Kommt schon, sehen wir nach. Dies ist eine Sondermeldung. Dies ist eine Sondermeldung. Als Reaktion auf das... Cloud! In der Nähe der Schwarzkutten habe ich schwache protosubstanzielle Signale geortet. Wie kann das sein? Ich kann es mir auch nicht erklären. Möchtest du, dass wir es herausfinden? Du bist schnell von Begriff. Die Schwarzkutten liegen zwischendurch immer wieder. Ihr habt sicher viel zu tun. Na komm, mach den Kopf zu, Chatley. Ah. Okidoki. Heftiger Tobak mal wieder, was da jetzt gerade abgeht. Diese ganze Geschichte hier rund um Wutai und ich gehe hier mal so ein bisschen abseits, dass wir nicht die ganze Zeit von irgendeiner Reporterin gestört werden. Diese ganze Geschichte rund um Wutai und Shinra, da hat man ja so ein bisschen den Eindruck schon bekommen, dass es alles so mehr oder weniger eingefädelt ist, ne? Dass Shinra und Wutai hier ein doppeltes Spiel spielen. Ne? Auf jeden Fall geht's an der ganzen Geschichte da ordentlich ab. Hätte ich jetzt auch so tatsächlich nicht gedacht, ne? Weil ich habe das jetzt aus dem Original, habe ich das jetzt nicht so krass mehr in Erinnerung, ne? Weil da geht's halt hauptsächlich um die Geschichte rund um Sephiroth und Aerith, ne? Cloud natürlich und Zack mehr oder weniger. Apropos Zack, mich würde mal interessieren, wann wir den nächsten Part zu ihm bekommen. Ne, wann es da in der Geschichte mit Zack weitergeht. Ich würde sagen, wir haben jetzt hier an der Stelle auf jeden Fall ordentlich was schon wieder geschafft. Ne, wir haben Vincent Valentine in seiner Bossform besiegt, beziehungsweise in seiner Monsterform. Dann haben wir Lokche platt gemacht und haben gesehen, dass Lokche quasi zu einer Schwarzkutte geworden ist. Und ja, jetzt müssen wir uns natürlich wieder auf den Weg zum Gold Saucer machen. Da wird es nochmal sehr, sehr interessant, auch was die Story rund um Cloud und Tifa oder Cloud und Aerith vielleicht angeht. Ne? Es soll da so eine kleine Funktion geben bezüglich eines Dates, da bin ich sehr gespannt drauf. Und ich sag dann jetzt einfach erstmal, ich hole mir jetzt auf jeden Fall erstmal die Protosubstanz hier in der Region, dass sich dann hier Nibelheim auch zu 100% abgeschlossen hat. Habe, Entschuldigung. Ich sage dann auf jeden Fall, ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen, zwei, drei, vier, acht Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann holt das doch gerne nach. Und falls ihr keine folgenden Videos verpassen möchtet, dann aktiviert doch gerne die Glocke. Denn dann bekommt ihr immer schöne Benachrichtigungen mit. Brozilla Gaming hat ein neues Video hochgeladen. Ich sag dann wie immer, vielen, vielen Dank. Bis dahin. Peace out. Euer Brozilla.